In diesem Abschnitt möchte ich mit dir darüber sprechen, darüber, dass die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher ist, dass du gar keine Freunde hast, keine wahren Freunde, als dass du wirklich echte Freunde hast. Und der Grund dafür liegt in der Natur der Sache. In der Natur der Sache, nicht dahingehend, dass Gott es so geplant hat, dass die Beziehung zwischen Menschen wird immer so sein, dass du wirklich keine wahren Freundschaften hast oder finden kannst oder dass du diese gar nicht kreieren kannst, sondern in der Natur der Sache unserer sündhaften Natur. Wir sind nicht in der Lage, solche Beziehungen hervorzubringen aus uns heraus. Und deswegen kam Jeschua, weil wir diese Fähigkeit gar nicht haben, in uns zu lieben. Okay? Und das ist das Stichwort. Gott sucht spezielle Beziehungen zwischenmenschlich und diese sollen auf wahre Liebe gegründet sein. Und falls du in der, ich würde mal sagen, Illusion warst, dass du ganz, ganz viele Freunde hast, weil du regelmäßig Menschen hast, mit denen du nach Feierabend ein Bier trinken gehst oder weil in dem Mädelsabend, was du machst, da sind so viele junge Frauen, die dich immer anschreiben und ihr habt immer Lust, was zu unternehmen und ihr seid immer unterwegs. Wahrlich ist es so, dass wir leer ausgehen, weil ich glaube, unsere Seele merkt das, dass wir gar keine echten Freunde haben. Und ich glaube, wir betäuben uns. Wir betäuben uns mit Social Media und wir klicken hier auf einen Freund und da auf einen Freund auf Facebook und haben 50, 60 Menschen in so einem Portfolio, wo es so aussieht und uns das Gefühl gibt, dass wir gemocht werden und wir sind halt in. Aber in Wahrheit ist es halt so, wir gehen leer aus und ich glaube, unsere Seele durstet danach, wirklich wahre Freundschaften zu haben. Und die Antwort ist das, es gibt nur einer, der dir diese Freundschaft bieten kann. Es mag so sein, Steve, was du erzählst, das ist deine eigene Erfahrung, es mag sein. Ich weiß, dass es eine Zeit gab in meinem Leben, wo ich nach solchen Beziehungen bestrebt war. Ich habe es mir gewünscht, Menschen zu haben, mit denen man sich austauscht und eins ist und innig im Herrn. Und dass diese Beziehung stärker ist als alles, was man jemals in der Welt hatte. Umgekehrt war es. Je mehr ich im Glauben war, je mehr dachte ich, eigentlich waren die Freundschaften in der Welt viel tiefer und viel echter. Und ich habe viel unternommen, um solche Freundschaften im Glauben auch zu pflegen oder zu führen. Bin viel gereist, habe viele Menschen kennengelernt, im Glauben, außerhalb des Glaubens, hunderte von Menschen. Und übrig geblieben ist eine Handvoll von Menschen, wo man enger unterwegs ist als mit der übrigen Welt oder mit den übrigen Geschwistern, weil man da vielleicht mehr Zeit verbracht hat, man sich näher kennengelernt hat. Es sind nicht halt sehr viele, das will ich damit sagen. Also viele, viele Freunde wirst du nicht wirklich haben und es liegt wirklich in der Natur der Sache. Wir werden es hier gleich gemeinsam klären. Vielleicht verstehst du, was ich meine, je mehr ich mit dir darüber spreche. Der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass ich habe das Verlangen nicht mehr, wie ich es mal hatte. Ich hoffe noch, dass je mehr Gelegenheiten sich auftun, dass noch mehr Freunde dazukommen, dass man noch mehr Freundschaften pflegt. Aber die Realität ist halt die, dass diese eigentlich rar besät sind, solche Beziehungen. Okay? Also, und irgendwann war ich verwirrt. Am Anfang, wo ich das nicht verstanden habe, war ich verwirrt. Also ich suche doch nach Freunden. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht auf der einen Seite glaubst du, du hast viele Freunde, weil da viel gerade los ist in deinem Leben. Ich hoffe, dass das Erwachen auf eine sanfte Art passiert, dass es nicht was Schlimmes ist, was dir dieses Erwachen bietet, dass diese Freunde vielleicht gar nicht echt sind. Ich wünsche, es wäre so. Oder du bist vielleicht tief getroffen, weil du hast keine wirklichen Freunde und fragst, warum sind die anderen so beliebt? Und hier geht es nicht darum, dich zu beruhigen, dass die anderen keine Freunde haben, sondern du sollst eine Wahrheit verstehen, okay? Du sollst das echte Leben, wieder schadenfreudig zu sein oder froh über irgendwas anderes, die Wahrheit soll dich frei machen. Es liegt in der Natur der Sache, diese Freundschaft ist zu haben, nur nicht auf die Art und Weise, wie du es vielleicht dir gedacht hast. Und am Anfang war ich verwirrt, denn ich habe mich auch einigen Menschen mehr geöffnet gegenüber, als ich vielleicht sonst tun würde. Und manche sind davongezogen und wollten vielleicht davon gar nichts wissen oder haben vielleicht diese Information, die du ihnen gegeben hast, vielleicht sogar gegen dich verwendet. Oder sie haben deine Offenbarung als Schwachheit vielleicht gedeutet. Und ich meine das aber eher als ein Vertrauenszeichen, dass, guck mal, ich vertraue dir und ich möchte dir was anvertrauen und der andere hat es gar nicht so gesehen, hat vielleicht es gar nicht erwidert. Und am Anfang war ich verwirrt, vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass da keine wirklichen Beziehungen, so wie ich mir denke, wie ich das fühle, da passiert sind. Aber dann im Glaubensleben habe ich verstanden, warum das so ist. Und dann war ich beruhigt und dann habe ich auch aufgehört, danach zu suchen. Und ich überlasse den Herrn, ob da echte Freundschaften in seinen Namen
auch wirklich passieren. So, ich möchte mal ein bisschen ins Wort mit dir gehen und ich lese dir was vor und vielleicht wird es klarer, wenn wir über dieses Thema jetzt hier sprechen und gucken uns ein paar Verse aus der Bibel dazu an. Ich fange an in 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Und hier ist der springende Punkt, denn Gott ist Liebe. Und aus diesem Grund hast du keine echten Freunde. Und fragst dich natürlich, wo ist die Verbindung, Steve? Gott ist Liebe und ich habe keine echten Freunde. Der Punkt hier ist, dass wir haben vorhin etwas gesagt über die Natur der Sache. Die Natur der Sache ist nicht, dass Gott den Menschen geschaffen hat und hat gesagt, na schau mal, wo er bleibt, sondern Gott hat den Mensch perfekt geschaffen und er ist von dieser Perfektion abgefallen. Und jetzt in der sündhaftigen Natur schafft der Mensch es nicht, diese Beziehung, die Gott meint, aufrechtzuhalten oder überhaupt anzufangen. Okay? Denn die Beziehungen, die Gott gibt, ist gegründet auf Liebe, denn er ist Liebe. Die erste Beziehung, die wir in der Bibel haben, ist eine Ehe, Adam und Eva. Und Gott sagt über dieses Paar, dass deswegen wird ein Mann was? Vater und Mutter verlassen und er wird sich seiner Frau anhängen und die werden was? Fortan ein Fleisch sein. Basar echad. Ein Fleisch, natürlich sind das weiterhin zwei eigenständige Individuen, aber diese zwei werden geistig eine Entität bilden. Sie denken gleich, sie fühlen gleich füreinander, sie haben Liebe, sie verschmelzen, sie werden eins. Aus dieses gibt es eine Frucht, nämlich Kinder, und dann hätten wir eine Familie. Und nach Gottes Wegen würde kein Kind, außer es passiert vielleicht etwas Schlimmes oder eine Katastrophe, aber es ist auch nicht üblich, dass es jeden Tag passiert und überall. Jedes Kind würde eigentlich in einer heilen, gesunden, liebevollen Familie aufwachsen. Nun, durch unsere Natur, dieses haben wir nicht mehr mit auf den Weg bekommen seit Geburt. Wir sind egozentrisch und selbstzentriert und schauen auf uns selbst. Und diese Art von Beziehungen, diese Art von Liebe muss jetzt erlernt werden. Und Gott gibt uns die Chance, wir haben schon in anderen Videos gesagt, dass dieses geistige Ziel wird erreicht, indem du physische Sachen durchlebst, praktische Dinge machst und dann erreichst du auch geistige Ziele. Du kannst das Physische nicht außer Acht lassen, indem du auf das Geistige schaust. Okay, ich weiß, viele von uns haben es so beigebracht bekommen, ich auch, nur das Geistige zählt. Und wie das Physische gerade ist, spielt keine Rolle. Umgekehrt, das Physische ist ganz, ganz wichtig. Also wir würden es jetzt lernen, wenn wir alle auf Gott vertrauen würden und auf seine Stimme hören und seine Gebote befolgen, dann werden wir alle Ehen haben und auf diese Art von Beziehungen auch uns ausstrecken, damit wir das wieder erlernen. Okay? Das heißt, wenn Gott Beziehungen gibt, was er im Ziel hat, ist, dass der Mensch Liebe hat. Liebe, wörtlich selbst aufopfernde Liebe. Das ist das, was Gott meint mit Liebe. So sieht er Beziehungen. Und die Beziehung zwischen Christus und die Gemeinde wird auch geglichen, wie die Beziehung eines Mannes und seiner Frau, Braut und Bräutigam. Das ist ein ähnliches Bild, was wir da haben. Also die Liebe, die wir haben sollen zu Gott, ist eine Liebe, die alles übersteigt. Es ist sogar ein Gebot in der Tora, dass wir Gott lieben sollen mit unserem ganzen Herzen. Und ich lese sie mal vor, 5. Mose, Kapitel 6. Und hier in Vers 4, höre Israel, der Herr, Adonai ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Okay, das ist ein Gebot, das ist, was Gott möchte. Diese Art von Liebe, diese Art von Beziehung meint er. Er trainiert Israel dahin, er trainiert uns dahin, er gibt uns Pastoren, Gemeinschaften, Brüder. Aber das ist sein Ziel, nicht Kartoffelsalat und Lobpreis und dieses Ganze. Es mag ein Beiprodukt sein, aber auf was er zielt, ist diese waschechte Liebe in uns. Okay, und daraus resultieren Freundschaften, okay, weil du mit jemand da einen Cocktail trinken gehst und da vielleicht ein bisschen lachst, heißt nicht, dass ihr Freunde seid. Okay? So. Jeschua wiederholt dieses Gebot aus der Tora, weil man fragt ihn, was ist jetzt das größte Gebot aus der Tora, aus dem Gesetz? Sabbatgebot haben wir, Ehre Vater und Mutter. Was ist das größte Gebot in allen? Und Jeschua bringt es auf den Punkt, Matthäus 22. Hier fragt man ihn, Vers 37. Fange ich mal 36 an. Man fragt ihn, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Er zitiert gerade die Tora. Und dann sagt er, das ist das erste und größte Gebot. Nein, das ist ja nicht das erste Gebot, was gegeben wurde. Zuvor hatten wir den Sabbat halten und Beschneidung und die Festtage. Und dass du Gott lieben sollst mit deinem ganzen Denken, kommt erst im fünften Buch vor. Aber Jesus sagt, das ist das zentrale Thema, das ist das erste Gebot, darum geht es, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vers 40, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Alles, was hier geschrieben wurde aus dem Wort Gottes, hängt an diesem Punkt, dass du Liebe haben sollst. Kommt es der Sache näher, warum wir vielleicht keine echten Freunde haben, vielleicht ausgenommen noch eine gute Beziehung zur Mutter oder zu Vater, die eigene Ehefrau und vielleicht ein, zwei Freunde, die man wirklich hat. Viele Freunde wirst du nicht haben. Es soll aber eigentlich nicht so sein. Okay? Nur, warum ich mit dir heute darüber spreche, ist, dass, falls du danach suchst, es ist wahrscheinlich aussichtslos, du sollst Ruhe haben in einer Wahrheit. Nämlich, dass der, der dieses Wort geschrieben hat, der Gott Israels, dich so sehr liebt, dass er diese Freundschaft mit dir aufnehmen möchte und du wirst viel Freude und Frieden haben in dieser Freundschaft. So, wenn da steht, Gott ist Liebe, diese Liebe ist eine praktische, überprüfbare Liebe, die man wirklich definieren kann anhand etwas Bestimmtes. Und diese Art von Liebe, mein Gott, auf diese Art von Liebe kommt es an, wenn du Beziehungen hast zu Menschen, sonst gehst du leer aus, er oder du oder beide im besten Fall, im schlimmsten Fall. Ohne diese Art von Liebe geht die Beziehung leer aus, sie ist gar nicht vorhanden. Eine Liebe, die wirklich praktisch ist, die du definieren kannst an etwas ganz Bestimmtes. Und wir kommen auf den Punkt. Johannes Kapitel 3 in Vers 16, da lesen wir, dass hier steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Gott gibt seinen eingeborenen Sohn für uns, und das ist die Liebe, die Gott hat. Er opfert seinen Sohn. Nun, wo ist jetzt da die große Liebe, denn er hat ja seinen Sohn geopfert, ist jetzt sein Sohn selber bereit, auch dieses Opfer da auf sich zu nehmen? Und Yeshua sagt es über sich selbst, hier klar und deutlich, Johannes Kapitel 10, und er sagt in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er ist bereit, sein Leben aufzugeben für die Schafe, weil er sie so sehr liebt. Wir haben vorhin gelesen, Gott liebt die Welt so sehr. Das heißt, er hat Erbarmen für die Menschenkinder und er möchte, dass sie zu ihm kommen. Er gibt seinen Sohn für ihn, aber am Ende, die zu ihm kommen, sind die Schafe. Den Rest der Welt wird er dann, bevor du jetzt sagst, Gottes Liebe, Barmherzigkeit für alle. Hier in dem gleichen Vers, wo es steht, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, steht drin, dass die an ihn glauben, sind nicht gerichtet, die aber nicht glauben, sind schon gerichtet, weil sie nicht geglaubt haben. Sie haben das Gebot nicht angenommen, das Gebot der Liebe, und blieben auf ihre finsteren Wege. Okay, es gibt eine Konsequenz, wenn man diese Liebe ausschlägt. Okay? Aber Gott ist ein gerechter Gott. So, jetzt seine Schafe, er liebt sie so sehr, er liebt die Welt so sehr, jeder könnte zu ihm kommen, aber seine Schafe, die auf seine Stimme hören, die seine Gemeinde, seine Braut ist, die liebt er so sehr, dass er sein Leben für sie geben wird. Okay? So. Er gibt sein Leben, aber es ist auch ein Gebot, dass du Gott lieben sollst. Steht nicht drin, dass du sollst dein Leben geben für Gott, aber es steht drin, dass du Gott lieben sollst vom ganzen Herzen. Es steht drin, dass du deinen Nächsten, deinen Freund so lieben sollst wie dich selbst. Und damit ist gemeint, dass du bereit wärst, dein Leben aufzugeben. Und deswegen hast du kaum Freunde. Weil die ganzen Mädels, mit denen du in der Sushi-Bar abends sitzt, nach Feierabend, sind nicht bereit, im geringsten Fall, also ich kann es mir nicht vorstellen, sind bereit, ihr Leben aufzugeben für dich. Und selber müssen wir uns auch überprüfen, sind wir denn bereit, unser Leben aufzugeben? Denn während wir nach dieser großen Freundschaft, nach dieser großen Liebe suchen, selber aber egozentrisch und ich-zentriert sind und fragen uns, warum kommt diese Treue nicht zurück? Warum erfahren wir nicht diese große Liebe, dass man uns so liebt und aufnimmt? Und ja, ich werde geliebt. Das ist ein großes Verlangen heute, dass ich geliebt werde. Aber bist du selber bereit? Kannst du diese Liebe bringen? Darüber denken wir kaum. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die heiraten wollen oder
in der Phase sind, deinen Partner zu suchen, oftmals mehr hörst du auf, was man jetzt gerade achtet, was der andere mitbringen muss, bevor es zu einer Beziehung kommen kann. Selten hörst du, dass jemand sagt, ich werde mich aufgeben für den Mann, ich werde sterben für die Frau, ich bin bereit, mir eine Kugel einzufangen für ihn, ich bin bereit, wirklich mein Leben dazu opfern für sie, so sehr werde ich sie lieben, ich werde sie führen, ich würde sie treulich den Herrn da zuweisen wollen. Selten mehr hörst du, auf was geachtet wird, wie schön sie sein muss, welche Ausbildung er haben muss, in welchem Stand sie sein müsste, bevor man sie kennt, wie viele Sprachen sie da beherrschen sollte, etc. etc. Okay, also eine ich-zentrierte Liebe, und so gehen wir durch die Welt und glauben, wir sind so liebevoll und wir sind Gottes Geschenk an die Menschheit. Warum liebt mich denn keiner? Okay, also, während Gott nicht sagt, du sollst dein Leben aufgeben, diese Art von Liebe ist aber das, was er meint, und er wird es prüfen. Du, ich kann es dir nicht sagen, dass es immer einfach ist, weil im Glaubensleben, in meinem Verständnis zuvor, und da werde ich in einem späteren Video auch mal drauf zu sprechen kommen, ist ja halt so, dass wenn du mit Gott zu tun hast, du keine Sorgen mehr hast. Okay? Und viele von uns sind plötzlich überrascht, dass auch bei uns Krankheit herrscht oder Uneinigkeit in der Ehe. Wir haben wirkliche Dinge, die wir erarbeiten müssen. Und wie kann das denn sein? Ich habe doch die Bibel perfekt studiert und ich kann sie fast nahtlos zitieren, wieso kommen denn diese Probleme trotzdem und Schwierigkeiten und viele Dinge, die bei uns passieren, die sehe ich auch in der Welt, die sind doch ungläubig, warum verschont der Herr mich nicht? Wir haben das gar nicht im Fokus, dass dieses geformt werden muss. Wir verlieren das oft aus dem Fokus, dass wahre Liebe wirklich geformt werden muss. Und wahre Liebe wird nun mal nicht geformt durch Dekadenz und Luxus und Opulenz. Wahre Liebe wird geformt, leider durch unsere sündhafte Natur, durch Drangsal, Prüfungen und Härte. Okay? Und darauf wird dann eines Tages unsere Seele auch sich stützen, auf das Wichtige sich zu konzentrieren, wenn wirklich die Lebensgrundlage, bei denen, wo es halt fruchtet, wo das Wort Gottes da auch existiert, dass man schaut, auf Gott schaut, während wir Drangsal haben und verstehen, dass Gott lässt es zu, damit wir geformt werden. Aber es ist manchmal schwer, denn währenddessen du durch Drangsal gehst, denkst du, warum lässt der Herr das zu? Ich bin doch sein Kind. Habe ich ihn aus den Augen verloren? Und in der Bibel steht drin, ihr sollt euch nicht wundern, wenn diese feurigen Versuchungen kommen, als würde uns etwas Befremdliches widerfahren. Das ist ganz normal, dass Gott uns prüft als seine Kinder, und seine Kinder werden nicht fallen. Okay? Also, Gott prüft es, und Jeschua sagt dir etwas in Johannes Kapitel 15, ein Vers. In Vers 13, Achtung, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde, Junge. Okay? Die wahre Liebe ist, dass du bereit wärst, für deinen Freund zu sterben. Wie viele von deinen Freunden, okay, sind bereit, für dich zu sterben? Und deswegen fühlen sich diese ganzen Freundschaften unecht an, denn genau das ist es. Es ist unecht, weil keine wirkliche Liebe da ist. Und ohne Liebe geht der Mensch kaputt. Okay, ist nur einer da, der als erstes diese Liebe gebracht hat. Er hat den ersten Schritt gemacht, das ist Jeschua. Und nur auf ihn kannst du vertrauen, dass er so sehr dich liebt, dass alle Entscheidungen, die er für dich trifft, wirklich in deinem besten Sinn ist. Oder sind. Das ist die einzige Liebe, auf die du wirklich vertrauen kannst. Und nun, da du den Herrn nachfolgst, sollst du es lernen, eine ähnliche Liebe aufzubringen. Und da beginnst du vielleicht erstmal in der Ehe. Erstmal zu lernen, mit deiner Frau, mit deinem Mann diese Art Liebe zu haben. Ihr habt euch kennengelernt und war sehr verliebt, aber jetzt kommen wirkliche faktische Aufgaben in der Ehe, und da wird diese Liebe geprüft, ob das Verliebtsein in den grünen Augen beim ersten Date oder beim zweiten Kaffee jetzt noch hält, wenn da Prüfungen da sind. Kinder schlafen nicht ein oder werden krank oder Geldsorgen sind da oder man müsste etwas finanzieren und man ist sich uneins. Und dann einige nehmen Anstoß. Warum haben denn Christen Probleme? Ich dachte, der Bruder, bei ihnen läuft alles glatt. Oder ich wusste gar nicht, dass es das so sein wird, wenn ich heirate, dass da wirklich Formung passiert. Ich dachte, es wäre wie wirklich im Zuckerland. Okay? Gott formt uns, damit wir diese Liebe haben, denn er wird prüfen, ob wir diese Liebe auch tatsächlich haben zu ihm. Ich möchte mal was vorlesen. Drangsal. Ich habe gerade gesagt, dass dieses wird geformt. So eine Art Liebe wird meistens geformt. Leider. Ich bin kein Freund von Drangsal und Schmerz, aber die Tatsache ist, dass Gott hat uns das gesagt. Und in Offenbarung steht etwas über diese
diese Zeit in der Drangsal, Offenbarung Kapitel 12. Nur ein paar Verse hier. Warum haben wir keine Freunde, keine waschechten Freunde? Hier steht etwas drin über der große Drache und hier vom Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes. Und die Herrschaft eines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, also die Gemeinschaft, unsere Geschwister, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie, also die Brüder, haben ihn, den Teufel, überwunden, um des Blutes des Lammes, weil die haben ja dieses Fundament, die Liebe Christus haben sie, denn sein Blut gibt uns die Zusicherung, die Zuversicht, dass er für uns da ist und wir können auf ihn vollkommen vertrauen, denn keiner hat eine größere Liebe, als dass er sein Leben gibt für die seiner Freunde, Johannes 15, Vers 13. Denn durch das Blut des Lammes, durch dieses Vertrauen, konnten sie den Satan überwinden, okay? Und um das Wort ihres Zeugnisses, das heißt, daraus haben sie etwas getan, daraus gab es auch eine Frucht, und um das Wort ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, sie haben ihn so geliebt, so vertraut, dass sie bereit waren, ihr Leben aufzugeben. Und dann haben sie bewiesen, dass sie wirklich keine größere Liebe haben können für Christus, als dass sie selbst ihr Leben aufgeben. Das ist, wenn jetzt dichte es sich zusammen, wenn Gott sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Macht, mit deinem ganzen Herz, dann meint er diese Liebe, dass du bereit wärst, für ihn zu sterben. Das hat er bei Vater Abraham geprüft. Wärest du bereit, das Leben deines Sohnes aufzugeben, den du so sehr liebst, für mich? Und als Vater Abraham das bewiesen hat, hat er gesagt, jetzt bin ich sicher, dass du mich mehr liebst. Gott will das prüfen. Da haben wir nicht mehr auf dem Schirm, weil wir haben uns das so ausgesucht, dass Gott uns wirklich alles schenkt, was wir müssen es nur im Gebet darbringen und bringen Zeugnisse auf der Bühne über eine Erbschaft oder Auto und schöne Dinge, aber das beweist keine Liebe. Gott wird diese Art von Liebe prüfen wollen, okay? Denn er hat uns das bewiesen, nicht bei jedem, nicht jeder Christ in der Geschichte der Menschheit ist immer durch Drangsal gegangen, aber Gott nutzt es sehr wohl, um zu prüfen und zu testen. Und nun zurück zu dem Wunsch, wirklich waschechte Freunde zu haben. Du hörst Geschichten von Soldaten oder Kämpfer, die halt da im Krieg Freundschaften geformt haben, die sie sonst in einer dekadenten, weichgespülten Welt nicht haben, hätte haben können, weil dort wurde wirklich das Äußerste auf den Prüfstand gebracht, nämlich wirklich für den anderen eine Kugel einzufangen. Das haben sie mehrfach bewiesen, dass sie plötzlich aus diesem Krieg, wenn die noch halt später gelebt haben und sich wieder getroffen haben, wirklich eng verschweißt waren. Du konntest diesen Menschen mit deinem ganzen Leben vertrauen, okay? Mit Geheimnissen, mit was auch immer. Diese Art von Bund, wahrscheinlich nur geformt durch Drangsal, so leid es mir tut, das zu sagen, aber mich schmerzt es auch, dass nur Drangsal sowas in uns hervorbringt, wäre es doch so, dass wir von uns aus schon mal anfangen zu geben. Diese Art von Freundschaft ist die, die du brauchst und suchst. Und das ist, was Gott weiß, dass diese Art von Vertrauen zu deinem Nächsten ist die, die diese Welt am Laufen hält. Gut am Laufen hält, nicht wie sie jetzt läuft. Warum findest du keine wirklichen Freunde? Weil kaum jemand, okay, wäre bereit, sein Leben aufzugeben für dich, okay? Wir sind auch fern davon ab, dass wir sagen können, ich wäre bereit, für jeden einzelnen Menschen, den ich treffe, mein Leben aufzugeben. Aber die Freunde und Brüder, die man hat, da sollte es zumindest sein. Und warum es nicht der Fall ist, jetzt kannst du selber dir die Frage stellen, wäre ich denn bereit, mein Leben aufzugeben für die sogenannten Freunde, mit denen ich jeden Tag ausgehe, ins Café oder Cocktails trinken oder feiern gehe etc.? Aber wahrscheinlich nicht. Und deswegen hast du die Antwort auch, höchstwahrscheinlich hast du gar keine Freunde. Und als ich das gelernt habe, da wurde ich ruhig. Hat gedauert, da wurde ich ruhig und habe aufgehört, nach Freunden aktiv zu suchen. Wenn der Herr Beziehungen auftut, ich nehme sie an. Und ich lasse mich führen, wie der Herr es macht, aber ich weiß, dass es gibt einer, der hat es bewiesen und ihm kann ich vertrauen, das ist Jeschua selbst. Und das ist auch mein Appell an uns, dass wir auf ihn schauen, wie wir im letzten Video gesagt haben, schau zum Kreuz und dieses ganze Elendige, was uns plagt, wird da aufgelöst werden, weil er hat diese Liebe bewiesen. Und wenn wir jetzt nun anfangen, diese Liebe nachzuahmen, dann sind wir auch imstande, wirklich echte Freundschaften zu generieren. Ich hoffe,
Dieser Abstand hat dich weitergebracht, war für dich eine Erbauung, dass du was gewonnen hast aus der Lehre. Schau dir die Verse nochmal an dazu. Und bis zum nächsten Mal, mein Freund. Shalom sei mit dir.